starten. Sie sind wieder online, Colonel. Dankeschön, Darling. Für Sie, Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Colonel Sloan, wir sind's. Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Natürlich. Die setzen euch auf mich an? Also das, genau das ist die Definition von Wahnsinn. Darling, Sie sehen vor sich zwei waschechte Mark IV. Die Krone der Schöpfung. Zu Ihrer Zeit. Ich weiß, was mit Ihrem Gesicht passiert ist. Der Preis der Macht, Jungs. Macht mag eine gemeine Schlampe sein, aber sie ist eine Wildkatze im Bett. Sir, was ist passiert? Man sagt, dass Sie desertiert wären. Das muss ein Irrtum sein. Seit der Zerbombung Kanadas und der Besetzung Australiens steuert die Welt auf den Abgrund zu. Wir sind nicht mehr auf Kurs, Gentlemen. Und jetzt will die Regierung, unsere Regierung, eine Aussöhnung. Mit den roten Teufeln. Aber ich weiß, wie wir das wieder gerade rücken. Rex, der ist irre, Mann. Wie lauten eure Befehle bezüglich mir und Omega Force, hm? Wie genau weiß Washington Bescheid? Tut mir leid, Sir, ich respektiere Sie, aber ich kann nicht... Dann habt ihr Ihre gottverdammten Lügen geschluckt. Sehr schade. Hast du meinen Hauptrechner in deinen Cortex geladen? Verdammt doch. Ich weiß, was Sie planen. Ihr Mark IV seid schlau. Nur leider viel zu unabhängig. Verflucht vorbei. Oh yeah. Man kann jeden fügsam machen. Oder zur Not ausschalten. Sie sind tot. Ich habe euch, Mark, vor all meine Kampfkünste einprogrammiert, richtig? Ich sag dir was. Ich gebe dir eine Chance auf den Lottogewinn, Junge. Friar Patch, bitte kommen. Sergeant Rex Cole. Wer ist da? Dr. Elizabeth Darling, ich habe mich bei der Untersuchung in Ihre Kommunikation eingeklickt. Sloan hat Sie von Briar Patch abgeschnitten. Was zum Teufel war das? Ich schicke Ihnen Koordinaten. Dort sind Sie sicher. Und warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh. Okay, wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine guten Augen, aber sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? Fuck. Ja. Scanne Höhlenraum. Ausgang lokalisiert. Mission entkommen. Es kommen. Alarm. Sie haben keine Ausrüstung und sind wehrlos. Vermeiden Sie jeden Kontakt zu Cybersoldaten. Was ist denn das? Hä? Doch, warte. Erstmal unsere Fähigkeiten. Ja, ihr seht die Karte. Wir werden. Mein gesamten Let's Play, die gesamten Garnison befreien. Ja. Das wird eine Aufgabe werden, aber wir werden die Aufgabe schaffen. Ich hab's aber schon geschafft. Datenkonsole. Was sind das für Fähigkeiten? Ach so, nee, stimmt. Okay, jetzt muss ich gucken, was das ist. Das sehen wir ja. Müsste eigentlich eine Kiste rumliegen, aber wo? Ach, da! Unten ist eine Kiste. Die müsste unten sein, oder? Ganz unten? Ja. Ja, ganz unten war eine Kiste, sehr gut.
Ja, ich werde versuchen, alle Sammelobjekte zu holen. Das bedeutet, alle Fernsehen, alle Missionen und ja, alle Sammelobjekte halt mit. Weil hier geht's recht schnell eigentlich. Ich hab's eigentlich richtig schnell hinbekommen, das Spiel durchzuspielen. Ich brauche noch sowas? Nee. Was ist das für ein blauer Schlag? Bist du nicht wissen? Scheiße. Sag, bist du nicht wissen? Dr. Darling erwähnte ihre mangelnde Sehkraft. Pocken scheint angebracht. Okay, die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Ja, friss nur weiter. Ich habe Angst. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Ich glaube, fast zu Jurassic Park rüber. Das Ding steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Ja, überhaupt noch fällig, dass ich hier Cyberherzen rausziehe. Ja, Cyberherzen werden noch später werden, wenn man eine Kassier. Ja, da. Geh da hin. Komm, wo ist hier? Missionsziel, den markierten Aussichtspunkt erreichen. Ich empfehle weitere Cyberherzen zu sammeln. Geht ein. Danke. Dankeschön. Danke. Oh, da ist noch einer. Wie viele sind noch hier? Ich habe Angst. Ich glaube, ich das. Geh mal bitte dahin. Zeit für Fresschen. Oh, das dürfte jetzt lustig werden, gleich. Wer sieht die wunderschöne Basis dort? Vergessen Sie nicht, der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen. Aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Deren was? Hallo? Verflucht. Ich weiß, was du meinst. Werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. Ich weiß, was du meinst. Go. Geh los, Cyberdrache. Attacke! Los! Heilige Scheiße! Omega-V-Soldaten sind gerade angekommen. Ich sollte gar nicht hier sein. Oh nein, sie holen sich die Wissenschaftler. Hauen sie ab! Nicht, wenn sie es mit Sloan aufnehmen wollen. Durchsuchen sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Gut. Ich habe in dem Bunker Waffen lokalisiert, die sie nutzen können. Oh, geil. Feuerbogen. Mission, Cyborg-Sicht nutzen, um Gegner in der Basis vom Ausguck zu markieren. Sehr gut.